Manchmal wird eben alles einfach zu viel. Ja, der Alltag stellt einen vor so einige Herausforderungen und ab und zu hat man das Gefühl, sie könnten einen regelrecht erdrücken. Um ein Kind aufzuziehen, so sagt ein afrikanisches Sprichwort, braucht man ein ganzes Dorf. Die gute Nachricht? Um dieses Dorf zu finden, musst du nicht erst nach Afrika fliegen. Ganz in deiner Nähe gibt es einen Ort, an dem man dich und deine Bedürfnisse nicht nur sieht, sondern auch versteht. Das Mütterzentrum, eine Initiative von Eltern für Eltern. Männer und Frauen, Kinder und Senioren, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Alleinstehende, Väter, Mütter oder solche, die es vielleicht noch werden möchten. Bleiben wir bei unserem Bild mit dem Dorf. Die Dorfmitte, das ist die Gemeinschaft. Von ihr gehen die unterschiedlichen Erfahrungen aus und dort kommen sie auch wieder zusammen. Im Mütterzentrum werden spannende Kurse angeboten, interessante Themen vermittelt und sogar berufliche Kompetenzen erweitert. Ein vielfältiges Angebot an Freizeit-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen bietet jedem nach dem Motto Vormachen, Mitmachen, selber machen die Möglichkeit, seine Fähigkeiten und Talente einzubringen. Damit auch Eltern von kleinen Kindern teilnehmen und sich beruflich entwickeln können, gibt es in jedem Mütterzentrum auch eine Kinderbetreuung. Ein Ort, an dem schon die Jüngsten liebevoll umsorgt und gefördert werden. Die Unterstützung kann jedoch schon früher beginnen. Von ausgebildeten Hebammen können sich Frauen und Männer, die noch auf dem spannenden Weg zum Elternsein sind, bereits vor der Geburt beraten lassen. Ein Familienbüro beantwortet die konkreten Fragen des Alltags. Ob allgemeine Themen oder komplexe Sachverhalte, hier beraten Eltern Eltern und leisten somit Hilfe zur Selbsthilfe. Die Reise beginnt meistens im Familiencafé, dem Herzstück des Mütterzentrums. Es dient als Erstkontaktstelle, in der sich Besucher über Erfahrungen austauschen, Gleichgesinnte treffen und Rat einholen. Denn ist es nicht oft so, dass wir vielleicht schon erlebt haben, was andere gerade bewegt? Oder dass wir etwas prima schaffen, während andere es noch nicht oder nicht mehr ganz so gut können. Das Mehrgenerationenhaus ist der perfekte Ort, um von und miteinander zu lernen, einander zu helfen und zusammenzuwachsen. Somit macht das Mütterzentrum immer auch ein Beziehungsangebot. Wir verbringen gemeinsam Zeit, hören einander zu und haben vor allem Spaß zusammen. Wenn sich dann deine beste Freundin darüber wundert, dass du in letzter Zeit so fröhlich und entspannt am Telefon klingst, erzähle ihr doch einfach von deinem Mütterzentrum. Wer weiß, vielleicht gibt es dann bald auch eines in ihrer Stadt. Mütterzentrum. Komm vorbei und mach mit. www.mütterbüro-nrw.de